Hi Leute, willkommen zur gesunden und schnellen Küche. Wir haben heute eine Reispfanne mit Hackfleisch und zusätzlich ein bisschen Karotten und Paprika, je nachdem, was für Gemüse ihr daheim habt. Das Ganze ist entstanden ohne irgendein Rezept, einfach weil man doch diese Zutaten oft daheim hat, gerade Reis, hier solche Tomatenstückchen, Tomatenmark, eventuell etwas Gemüse und das Hackfleisch holen wir eh frisch vom Metzger. Von daher ist das was man immer machen kann, was sehr gesund ist und was auch sehr, sehr schnell geht. Wie ihr seht, habe ich schon das Wasser hingestellt. Ja, das ist schnell kochender Vollkornreis. Das bedeutet, er ist innerhalb von 8 bis 10 Minuten fertig, sobald das Wasser mal kocht. Als kleinen Tipp kann ich jetzt schon sagen, wir werden die Karotten schälen. Oder, nee, gar nicht schälen eigentlich. Nur kurz abwaschen, klein schnibbeln und mit dem Reis dann ins kochende Wasser geben, dass die auch schon mit vorgaren. Das werden wir dann nachher alles in die Pfanne reinhauen, dass alles soweit fertig ist. Das ist so genial und es geht so schnell. Also waschen, klein schnibbeln, warten bis Wasser kocht, alles dazu reingeben, auch die Paprika schon mal waschen und klein schnibbeln. Und dann nur noch das Hackfleisch mit anbraten. Wenn ihr habt, könnt ihr Zwiebeln mit dazu geben. Bäm, ist es fertig nach Arbeitszeit, vielleicht 10 Minuten und fertig in der insgesamt Zeit von vielleicht 20 Minuten. So, die Paprika habe ich schon geschnibbelt. Jetzt kommt gerade noch die Karotte dran. Zack. Alles in den Topf hier rein. Zack, zack. Bisschen rumdrücken, dass alles unter Wasser ist. Also, Reis drin, Karotten drin. Timer stellen, 8 bis 10 Minuten. Wenn ihr habt, Zwiebeln schon mal schneiden. Wenn ihr nicht habt, lasst er weg oder wenn ihr keine Zwiebeln mögt. Dann kommen die Tomaten nachher noch mit rein, dann das Hackfleisch, wir brauchen jetzt schon mal eine Pfanne, die wir vorbereiten können. Und alles andere kommt nachher. So, den Reis können wir schon mal ausschalten. Lass ihn einfach noch ein bisschen auf der Herdplatte drauf. Packen wir das Hackfleisch aus. Machen unsere Pfanne an. Ihr seht, ich nehme Wok. Ich finde den Wok eigentlich ziemlich genial, weil man dann nicht so viel Zucker rauswirft, dann immer, wenn man rumrührt. Und außerdem ist die Hitzeverteilung oft ziemlich gut. Wenn ihr euch jetzt fragt von der Mengenangabe, ich habe ein Kilo Hackfleisch, ich mache eine bisschen größere Portion, dass es 2 Tage hebt. So ist gewährleistet, dass ich morgen auch was Gesundes und ja, noch Schnelleres zum Essen habe. Bei dem Hackfleisch brauchen wir, wenn wir eine beschichtete Pfanne haben, jetzt nicht unbedingt noch Fett dazugeben. Ist nicht vonnöten. Bratet das Ganze schön an, könnt die Paprika dann gleich mit dazu, wenn das schon ein bisschen angebraten ist, den Reis rausholen, mit dazu packen, alles verrühren. Tomaten dazugeben, nach Bedarf Tomatenmark abschmecken, fertig ist es und dann könnt ihr es genießen. Yeah. Hm. So Leute, das sieht doch jetzt ganz, ganz lecker aus. Blubber noch ein bisschen, blubber noch ein bisschen. Jetzt könnt ihr reingreifen, euch was rausholen und das lecker genießen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn es gut abgeschmeckt hat, am besten noch ein bisschen mit Cayenne scharf würzen, ist immer gut. Und dann habt ihr wieder ein tolles, schnelles, leckeres Gericht, wo einfach, wenn man Fleischesser ist, sehr, sehr lecker ist. Guten Appetit, bis bald.